Bonus-Battle, Bonus-Battle, richtiger Fail. Bonus-Battle, KIT versus Loons, ein atemberaubender Schlagabtausch. Ich bin noch etwas angeschlagen und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir Unterstützung mit in mein untergehendes Battle-Rap-Boot hole. Und dabei habe ich natürlich an einen sehr unabhängig neutralen und... fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Gut aussehend ist der Mann. Und diesen Mann habe ich dazu verpflichtet, diese Analyse mehr oder weniger zu leiten. Wolken sind tief gelegt, ich will dich wie da sehen, es wird. Hallo, ich mache jetzt die Analyse. Ich wollte das schon immer mal machen. Video. Ich beginne mit KIT. Loons hat eine Dia-Show im ersten Teil. Sehr schön. Vor allem, weil man Loons die ganze Zeit sieht. Im zweiten Teil sieht man Loons herumlaufen. Und da sieht man die Liebe zum Detail. Wie krass aufwendig das alles ist. Mach ich das gut? Da hat sich die Woche Fristverlängerung halt echt gelohnt. Kommen wir zu Loons. KIT. Solide Kameraführung, witziges Video, solide geschnitten und guter Mann vor der Kamera. Der Protagonist hat auch noch einen geilen Fanschal von dem zweitbesten Eishockeyverein nach den, warte, muss kurz googeln, Icefighters aus Leipzig. Bitte hier eine Pause machen. Achso, hier keine Pause machen. Zusammenfassung, KIT hat ein geiles Video. Und Loons, ein mäßiges bis langweiliges. 2:1, ein K-I-I zu dem T. Flow hat die MC gewonnen. Und die JMA. Und die JCC. Der hat ganz schön viel gewonnen. Ah ne, warte, stimmt, da war... Stimmt. JCC hat MyZip gewonnen, ne? Richtig komisch. Ich fand den nie toll. Hier wird Loons erster Beat eingeblendet. Du kannst mich nicht treffen wie in den Star Wars Battles. Eigentlich wär unter der Maske ja Django Fett, Bitch. Doch jetzt ist wieder der Schwarze in der Opferrolle. Rassismus sagt mir nichts, wie du bei jeder Podcast-Folge. Der erste Beat ist solide. Auf dem ersten Beat wurde solide gerappt. Bla bla bla. Ist auf Dauer halt echt langweilig. In Klammern. Hook. Entweder battle ich Konstantin alleine oder er holt seine Chaya und sie droppt noch ein paar Zeilen. So oder so schreibt die Fotze seine Reime. Trotzdem wird der Song voll scheiße, finde ich schon ein bisschen peinlich. 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 Deine Fotze schreibt die Scheiße, weil du Opfer hier nichts leistest. Trotzdem scheißt du richtig rein. Finde ich schon ein bisschen peinlich. Hier darfst du dir kurz was ausdenken. Ah, es geht um Loons, ne? Ich lese das nur vor, ich denke nicht drüber nach. Ja, finde ich schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Die Hook. Also so oft sich zu wiederholen. Sich zu wiederholen. Sich zu wiederholen. Sich zu wiederholen. War verliebt in deine beste Freundin. Ja. Kann ich leider nicht verleugnen. Nee. Aber als du das erste Mal etwas gesagt hast, empfand ich keinen Hass, nur Freundin. Ja. Bei mir ein. Und ich denke, unsere Liebe ist am Leben, weil wir beide sehr gut wissen, dass wir nicht so einander sind. Ich fühle mich verlassen und verloren. Bitte finde den Mann, bevor es irgendwo wandern will. Ja. Das ist von beiden gut gerappt. Insgesamt schöner als der erste Beat. Da kommt so viel Hass und da muss ich immer weinen. Die Hook finde ich gut. In Klammern Hook. Und ich weiß, das ist sehr peinlich. Aber weil du bleibst genug. Bitches von mein Herz. Sei niemals mehr. Yeah, yeah. Ja, Bitches wollen teure Autos und viele Euros. Doch Film und KIT sind nicht wie die. KIT. Ja. Jeder hat diesen einen Menschen im Leben. Weiß von der ersten Begegnung, als wäre es gestern gewesen. Ich war ein klein wenig angetan von dieser Top-Pflanze. War nur schweigsam im Podcast, weil ich dich im Kopf hatte. Kranke Flow-Patterns. Der Double-Time auch perfekt getriple-timed. Das ist lustig. Die Reime hätte Goethe nicht besser setzen können. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wollte nur Spaß, doch jetzt wird mir klar. Ich liebe dich. Neben mir geht jede Nacht durch. Super heftig, mega geile Mega-Hook.
Zusammenfassung, aus unparteiischer Sicht gebe ich hier ein 2:0 an KIT, weil seine Hook einfach so krass ist. Das hab nicht ich geschrieben. Bitte disst mich damit nicht im King-Finale. Punchlines. Das Battle ist geprägt von nicht vorhandenen Punchlines. Hier werden jetzt die Punchlines von Loons eingeblendet, die ganz okay waren. In Klammern, Einblendung. Jetzt ist wieder der Schwarze in der Opferrolle. Rassismus sagt mir nichts, wie du bei jeder Podcast-Folge mit deiner Furze ein Softporn drehen. Weil ich konstant in Topform bin, du Bitch. Der erste Schwarze ohne Taktgefühl. Er stinkt, weil sich die Ratte nur in Kacke wühlt. Wenn ich puste, macht der Ausflug nach Hawaii. Ich brauch ne Pause von dem Scheiß. Deine zwei Songs haben mir gereicht. Ja, ich drop Reime, du hast instinktiv Angst vor den Ketten. Deshalb machst du auch keine. Du kannst als Schwarzer nicht rappen. Weil der sich an für die Klicks, ist er schwarz oder nicht? Wenn der Spaß die Black ist, bin ich Kanye West, Bitch. Du Pisser bist doch 100 Brun und Inder oder so. Safe komm ich in dein Heimatland, wenn ich ein Finger in mein Po steck. Mexiko, Stein geboren. Du weißt, ich hab nichts gegen Schwarze. Wakanda forever, Bro. KIT, das hier ist doch genau dein Humor. Messi Bolle weiß, wie das deutsche Mannschaftsfußballtrikot. Du bist der Nightmare von Martin Luther King, Bro. Somit hat KIT diese Kategorie kampflos aufgegeben und Loons hat so krank abgerissen, dass er hier 3 Punkte bekommt. 3-0 an Loons. Extra Punkt, der geht natürlich an KIT, weil die Hook so toll war. Die hab ich gemacht. Ich hab alles an KITs Runde gemacht. Jetzt kann ich euch die Go-Spuren einblenden. Ich habe aber nie Nigger gesagt. Ja, Skriptende steht hier. Somit gewinnt das Battle einer der beiden Teilnehmer. Und es ist nicht irgendein Teilnehmer. Es ist KIT. Konstantin Topform. Es ist sein erster Battle-Rap-Win. Und es erfüllt mich mit Stolz, dass es auf meinem Kanal passiert ist. Und wenn er hier vor Ort wäre, würde ich ihm auch die Medaille dazu überreichen. Es ist glorreich. Deswegen möchte ich euch bitten, jetzt noch einmal eine Schweigeminute für diesen wunderschönen Sieg euch Zeit zu nehmen. Ich sag jetzt, ich mach noch ein paar Adlibs. Yeah. Ah. Aha, aha. Yeah. Yeah. Sich zu wiederholen. Aha, aha. Yeah. Aha, aha. Yeah. Kein Problem. Kein Problem. Soll ich dir mal was Lustiges zeigen, Karl? Wir haben jetzt hier richtig absurd viele von denen hier.